Heute wollen wir euch zeigen, wie man einen Stencil macht, einen einfachen. Dafür brauchen wir im Idealfall keine Schere, sondern ein Cuttermesser, zur Not auch ein Teppichcutter. Am allerbesten eignet sich aber so ein Grafikcuttermesser oder auch ein Skalpell aus dem Medizinbereich. Muss man allerdings auch ganz besonders aufpassen, ist sehr scharf, schneidet durch Papier genauso gut wie durch Haut. Insofern immer wieder direkt danach, wenn man es benutzt hat, den Deckel drauf machen und aufpassen, dass man sich beim Schneiden nicht selber schneidet. Beim Messer, da habe ich ja schon gesagt, das ist sehr scharf. Insofern schneidet es nicht nur das Papier durch, sondern schneidet auch immer ein bisschen auf die Unterlage, auf der man schneidet. Daher nicht auf dem Küchentisch oder auch vielleicht nicht auf dem eigenen Schreibtisch schneiden direkt, weil sonst habt ihr nachher lauter Schneidelinien und Ritze in eurem Tisch, was sicherlich nicht so gut ankommt. Daher am besten eine harte Unterlage, ein Brett oder etwas Ähnliches, auf dem es dann nicht stört, wenn die Linien vom Messer zu sehen sind. Um eine Vorlage zu finden für eine Schablone, ein Stencil, ein sogenanntes, gehen wir ins Internet. Auf Google geben Stencil plus das, was wir suchen. Ich habe jetzt hier in dem Fall Fight Racism eingegeben, habe direkt eine, also Fight Racism plus Stencil reinschreiben und dann geht man auf Bilder und findet eine große Auswahl an vorgefertigten Schablonen. Da muss man dann einfach nur noch das Schwarze ausschneiden. Dabei ist zu beachten, dass man auch wirklich nur das Schwarze entlang der Kante ausschneidet und nicht irgendwie nach außen hin ausschneidet, weil sonst fällt die Schablone auseinander. Ich zeige das jetzt mal kurz hier. Man fängt am besten bei kleinen Sachen an, aber nicht zu kleinen, und schneidet sozusagen wie an der schwarzen Außenlinie entlang. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich da nicht zu nah an einen anderen Bereich vom Auge drankomme, weil das sonst auch wieder dann auseinanderfällt. Also ich schneide einmal außen rum. Wie gesagt, immer aufpassen, dass man von der zweiten Hand wegschneidet. Manchmal muss man das Papier ein bisschen halten, weil es sonst reißt. Und wenn man fertig ist mit dem Schneiden, macht man das Messer zu und kann diese Stelle schon herauslösen. Und so geht man von einer Stelle zur nächsten. Bei dünnen Stellen wie hier muss man ein bisschen gucken, ob man das dann alles rausnimmt. Also eher immer erstmal ein bisschen weniger rausnehmen als zu viel, weil wenn man zu viel rausnimmt, entstehen halt einfach dann zu große Flächen, wo nachher die Farbe reinkommt und es wird unscharf. Wenn einem etwas passieren sollte, wie jetzt mir hier, dass es reißt oder man etwas rausgeschnitten hat, was man nicht möchte, ist das generell kein Problem. Man nimmt sich ein bisschen Klebeband, am besten so Abklebeband zum Streichen, und klebt auf der Rückseite die Stelle wieder zusammen, die man falsch geschnitten hat. Auch wenn ich zum Beispiel fälschlicherweise hier rausgeschnitten haben sollte, so zum Beispiel, was dann blöd wäre, weil sich das hier auflöst, kann ich von hinten das wieder mit Klebeband ganz einfach zusammenkleben. Manchmal sogar auch, wenn man was vorausgeschnitten hat, was man nicht rausschneiden sollte, kann man Klebeband von beiden Seiten hinkleben und es so verbessern.
zum Sprühen draußen oder zum Sprühen der tatsächlichen Schablone. Im Idealfall sollte man das auf jeden Fall draußen machen. Braucht man verschiedene Dinge, natürlich Sprühdosen. Am besten auf jeden Fall einen sehr dunklen Ton oder schwarz, weil viele Schablonen nur mit schwarz funktionieren. Man braucht Handschuhe und auf jeden Fall Masken. Das sind professionelle Sprühmasken. Das ist eine einfache Maske, wie man sie im Moment ja auch aus dem Supermarkt kennt. Und man braucht Sprühaufsätze. Die gibt es in verschiedenen Größen. Es ist einfach eine Standard- oder keine allzu große Sprühdose sollte man nehmen. Wenn man wiederverwendbare Masken benutzt, sollte man die nach dem Benutzen und vor dem Benutzen jeweils desinfizieren. Wer keine Sprühdose zur Verfügung hat, kann auch mit einer so einer Rolle ohne solche Fäden, also so eine Lackrolle, über die Schablone rollen. Das hat einen ähnlichen Effekt, als würde man sprühen. Es gibt auch im Handel so Stifte, durch die man durchpusten kann. Auch mit denen kann man so eine Schablone dann benutzen. Für das tatsächliche Sprühen, das hier ist schon eine etwas ältere Schablone, deswegen wählt die sich so. Man kann die Schablonen ja mehrfach benutzen. Legen wir uns die Schablone bereit. Unten drunter ein Blatt Papier, auf das wir drauf sprühen wollen. Ich nehme hier ein rotes. Dann haben wir schon eine Hintergrundfarbe und decken die Kanten außenrum ab, dass wir nicht, also wo noch Papier rausguckt, dass wir da nicht drüber hinaus sprühen. Und eben dadurch, dass die Schablone etwas älter ist, wählt die sich. Das tun wir so ein bisschen mit irgendwelchen schweren Gegenständen, einer alten Gabel in dem Fall fixieren oder hier stelle ich eine Sprühdose drauf. So, dann müssen wir gucken. Wir nehmen eine Sprühdose, schütteln die, ganz wichtig, eine ganze Weile. Dann setzen wir einen Aufsatz darauf. Da immer aufpassen, dass man den, wenn man ihn draufsetzt, nicht in ihr eigenes Gesicht sprüht und sprühen einmal gerade in die Luft, sodass die Sprühdose auch funktioniert. Sprühdosen mögen es eigentlich nicht, wenn man nach unten sprüht. Deshalb muss man manchmal, wenn sie nicht mehr geht, wieder gerade sprühen und schütteln. An den Stellen, wo sich das Bild so hoch wellt, drücke ich es beim Sprühen ein bisschen mit einem Stock oder irgendwas anderem runter. Dann tragen wir ungefähr aus 20 bis 30 cm, je nachdem, Farbe auf, eher langsam und eher wenig Farbe. Mehr kann man immer noch, zu viel, das führt dazu, dass das dann unter der Schablone verläuft. Ich fange mal oben an. So, wenn ich fertig bin, räume ich alles wieder ab zu den Seiten und hebe die Schablone vorsichtig nach oben hinweg. Unten drunter kommt das fertige Bild. Wie man sieht, ist es ganz gut geworden. Was man noch beachten sollte, ist, dass die benutzte Schablone kann man ja wieder benutzen. Man sie auf jeden Fall niemals mit der benutzten Seite nach unten irgendwo drauflegt, sonst klebt sie fest. Und auch das frisch gesprühte Bild sollte man mit der Oberseite, also mit der bemalten Seite nach oben irgendwo hinlegen, sodass es trocknen kann. Das kann durchaus mehrere Stunden je nach Farbauftrag dauern. Man kann das Ganze natürlich auch auf andere Farben machen oder auch die Schablone selber mit einer anderen Farbe sprühen. Ich nehme in dem Fall mal grün. Der Aufsatz, wenn der Aufsatz nicht mehr geht, ist er meistens verstopft, dann muss man einen neuen nehmen. Das sähe dann also ungefähr so aus. Man kann natürlich aber auch Farben mischen. Also zum Beispiel, wenn man grün gemacht hat, auch noch ein bisschen schwarz mit hin. Oder auch mehrere Sachen übereinander schichten, aber da sollte man immer warten, bis es wieder angetrocknet ist.